Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Claudia Pichler, Franziska Wanninger und ich stellen jede Woche tolle Frauen vor aus Kabarett und Comedy. Unser heutiger Gast ist Andrea Badei, auch Ada genannt. Sie ist seit vielen Jahren regelmäßig mit eigenen Programmen auf Deutschlands Klein- und Großkunstbühnen unterwegs. Sie ist Kabarettistin, Schauspielerin, Autorin und Dozentin. Nach langjähriger Tätigkeit im Sozialamt studierte sie Schauspiel in Hamburg, wurde Mutter, verlegte dann ihre Wirkungsstätte nach Berlin, wo sie Theaterstücke schrieb und sich einer Mischung aus Kabarett, Poesie und Schauspiel widmete. Unter anderem arbeitete Andrea Badei auch in der Berliner Distel als Autorin. Inzwischen lebt sie als freischaffende Künstlerin in Köln, wo wir zwei uns kennengelernt haben und ich sie sogleich zum Interview gebeten habe. Viel Vergnügen jetzt mit Ada Badei. Wer bist du? Magst du dich kurz vorstellen? Also ich bin offiziell Andrea Badei. Mein Rufname ist aber Ada. Nur unter meiner Internetseite findet man mich eben unter Andrea Badei, weil ich bin schon sehr lange unterwegs und mache schon sehr lange Erfahrungen als Frau, Solofrau auf der Bühne. Manchmal habe ich einen Musiker dabei gehabt. Über viele Jahre bin ich aber auch ganz solo auf der Bühne gewesen. Jetzt habe ich wieder einen Duopartner und das erfreut mich sehr, weil ich es sehr leid war, als Mensch alleine mit dem Köfferchen unterwegs zu sein. Ich bin Schauspielerin und ich bin es eigentlich gewohnt gewesen, im Ensemble zu arbeiten. Und ich vermisse das eigentlich sehr. Also wenn es irgendwie Frauen gibt, die Lust haben auf ein Ensemble-Kabarett, immer her damit. Ich lebe in Köln. Sehr gut, gleich ein Aufruf. Ja. Welche Themen beschäftigen dich denn so auf der Bühne? Ja, das sind die Absurditäten erstmal des Alltags und dann der menschlichen Seele. Ich erzähle gerne über abseitige Dinge, über Dinge, die sozusagen nicht gleich kurz hinter dem Mainstream kommen, sondern, naja, ich habe vorhin mit einer Kollegin darüber gesprochen, es gibt ja Arthouse-Filme und die sehe ich besonders gerne, obwohl ich auch Hollywood-Schinken liebe. Also ich bin für Vielfalt und auf unseren Kabarettbühnen ist die Vielfalt, so ist meine Erfahrung, sehr verloren gegangen. Mhm. Und im weitesten Sinne könnte man sagen, ich mache eine Mischung aus Volkstheater und Arthouse-Kino. Und wie heißt dein aktuelles Programm? Schwarze Schafe, heute ganz in Weiß. Man leitet man das schon vom Titel auch ein bisschen so ab, ne? Es geht auch um Außenseitertum und wie fühlt man sich, wenn man einfach ein bisschen schräg ins Leben gebaut ist. Diese schrägen Anteile hat ja jeder Mensch, egal was der arbeitet und wie der drauf ist. Und ich merke immer, wenn wir das Programm spielen, dass gerade die schrägen Anteile von dem Publikum sehr geliebt werden, weil alles andere wissen sie eh und kriegen sie im Fernsehen geliefert. Und das, was irgendwie so ein bisschen schräg daneben ist, das interessiert mich, auch musikalisch. Musikalisch heißt was? Singst du oder auch Instrument? Ich singe und mein Duo-Partner, der Matthias Ebbing, der spielt Klavier, der spielt Melodika und diverse andere Geräuschteile. Also alles, was er findet, wird zu einem Musikinstrument sozusagen umformatiert und wird dann einfach benutzt. Und das macht riesigen Spaß, ja. Also jetzt in einem normalen Jahr, wie viele Auftritte spielst du da ungefähr? Zurzeit kann man es ja nicht so sagen. Kann man eigentlich nicht so sagen. Ich habe es auch ein bisschen runtergefahren, weil ich mehrgleisig fahre, ich unterrichte. Ich mache Kabarettregie und vor allem schreibe. Ich habe meinen ersten Roman geschrieben, der kam 2017 raus und war gleich sehr, hat einen Preis gewonnen, einen ganz wichtigen Preis. Und dann habe ich gedacht, okay, ich möchte einfach mehrgleisig fahren. Und deshalb, ja, wie viele Auftritte habe ich so im Jahr? 50 vielleicht. Und auf welchen Bühnen bist du da so unterwegs? Also alles, was es so an Kleinkunstbühnen im deutschsprachigen Raum gibt, ne? Vom Schmitz-Theater bis zum Lach- und Schießgesellschaft, Senftöpfchen und eben die Bühnen, die auch so namentlich jetzt nicht so berühmt sind, die bespielt man natürlich auch. Also in die ganze Republik eigentlich. Und wie erarbeitest du dein Material oder deine Programme? Wie entstehen die?
Also die entstehen, ich habe sozusagen eine Kiste und ich habe immer kleine Büchlein dabei und die werden vollgeschrieben und immer wenn es darum geht, jetzt mal ein neues Programm zu entwickeln, dann gehe ich gucken, wie viele Zettel in der Kiste liegen und wie viele Büchlein ich habe und dann wird das durchforstet und dann ziehe ich da so rote Fäden raus aus der Kiste und auch aus meinen kleinen Notizbüchlein und dann fange ich an, die Sachen zu schreiben und dann ergibt sich meistens unbewusst ein roter Faden. Bei dem Programm war es halt so, dass klar war, ich erzähle zum Beispiel auch aus meiner Zeit, als ich noch ein Kind war, wie ich groß geworden bin, meine Tanten waren Bardamen. Wenn die nachts von der Arbeit kamen, da habe ich eben gerne hinter der Tür gelegen, unauffällig, und habe mir die Geschichten angehört, die die erzählt haben, die natürlich für kindliche Ohren überhaupt nicht gedacht waren. Und da habe ich eben sehr früh angefangen, Geschichten einfach zu sammeln. Also von den Tanten dann beim Bäckergespräch zwischen der Bäckereiverkäuferin und der alten Dame. Und ich glaube, ich bin Wortsammlerin und Atmosphärensammlerin und Songsammlerin. Ja, so könnte man das beschreiben. Ja, sehr schön. Warum wolltest du auf die Bühne? Ach, warum? Das habe ich mich die letzte Zeit auch gefragt, weil ich merke, dass sich meine Vorlieben ja eben auch verteilen aufs Schreiben, aufs Coachen und aufs Spielen. Und ich dachte, warum war dir denn eigentlich früher Spielen so wahnsinnig wichtig? Heute ist mir immer noch wichtig, aber es ist nicht mehr die Hauptsache, ne? Wenn es einfach diese kleinen Mädchenwunsch, wenn man, dass man gesehen werden will mit dem Großartigen, was man so zu sagen hat. Das ist ja so der erste Impuls gewesen. Und als ich dann irgendwann erwachsen war und auf die Bühne ging, habe ich dann halt ganz schnell gemerkt, dass die Realität eine echte Knochenarbeit ist. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich es nicht getan. Ich habe gedacht, es hat ganz viel mit Glamour und Glamour und mit Konfetti und Rosen zu tun. Aber dann habe ich dann ganz schnell gemerkt, das ist nicht der Fall. Und wo und wann war denn dein erster Auftritt? Mein erster Auftritt war in einem Jazzclub in Berlin. Und zwar, das ist eine schöne Geschichte, ich versuche die mal zu komprimieren. Ich habe so einen Bruch in meinem Leben gehabt, das würde jetzt zu weit führen, und war so auf der Suche nach neuen Perspektiven. Ich hatte ein Kind bekommen und danach hing ich irgendwie so in der Luft. Und dann bin ich öfter so in so einem Jazzclub gegangen und habe mir da Sachen angeguckt und habe mich dann mit der Frau von dem Besitzer angefreundet. Und die war Musikerin. Und wir haben halt oft geklönt und erzählt, was wir so Gedanken haben und was wir so machen. Und plötzlich fiel die Putzfrau aus und sie sagte, du hast doch im Moment nichts, willst du nicht mal kannst du uns für eine Woche helfen? So, und dann habe ich gesagt, eigentlich war es jetzt nicht so mein Ziel. Aber ich helfe. Gut. Und dann habe ich da geputzt und dann habe ich während des Putzens habe ich mir dann immer so Geschichten erzählt, weil ich dachte, ich kann jetzt nicht als Putzfrau enden. Ich muss mir immerhin noch einreden, dass ich ein Star werde. Und dann hat die Freundin des Besitzers das so gehört und der Besitzer auch und sagte, weißt du was, wir machen hier manchmal Kabarettveranstaltungen. Willst du nicht mal irgendwie ein Programm machen? Du hast so lustige Dinge zu erzählen. Ich hatte nämlich vorher auch viele Jahre beim Sozialamt gearbeitet und habe da natürlich auch viel erlebt. So, und dann habe ich mein erstes Solo-Programm gemacht, das hieß Ich träume ja schon, so schnell ich kann. Und habe das da auf die Bühne gebracht und dann war die Taz, diese linke kritische Zeitung, die eigentlich alles zerreißt, so begeistert, dass ich dachte, immerhin, wenigstens bei den Linken werde ich jetzt ein Star. Oh, so fing das an. Jetzt an einem normalen Auftrittstag, gibt es da einen schönsten Moment für dich? Der schönste Moment ist, wenn ich dann so durch den Vorhang blinze und die Menschen sehe, wie die in freudiger Erwartung da sitzen. Das ist für mich der schönste Moment, glaube ich. Es gibt viele schöne Momente, aber das ist einer davon. Und erinnerst du dich an einen richtig schlimmen oder auch peinlichen Auftritt? Ja, da habe ich mehrere. Einer davon war, dass ich irgendwann mal gespielt habe und man mir nicht gesagt hat, dass da zwei Abiturientenklassen waren, die sozusagen vom Literatur
Dozenten gezwungen wurden, da reinzukommen. Oh je, ja. Und die haben dann also da gesessen und haben Chips gegessen und geknutscht und sich ganz laut unterhalten und diese Dinge. Und ich habe dann gedacht, so entweder du gibst jetzt auf und gehst von der Bühne oder du machst irgendwas. Das war wirklich sehr, sehr furchtbar. Und dann habe ich mich auf den Bühnenrand gesetzt und gesagt, so, pass mal auf, Leute. Ich muss hier meinen Job machen. Entweder ihr hört jetzt mal netterweise 2 Stunden zu und vielleicht ist es sogar geil, was ich hier mache, oder wir blasen das hier alles ab. Was meint ihr? Und die, ne, wieso, ist doch gut, ne, mach mal so, ne. Ich sag, ja, dann müsst ihr aber auch die Fresse halten. Okay. Und ab da war es eine wunderbare Veranstaltung. Die haben zugehört und immer wenn ich gesagt habe, so, wenn ihr jetzt quatscht, jetzt kommt eine Szene, dann muss man ein bisschen still sein. Ich kann mich sonst nicht konzentrieren. Ich vergiss jetzt den, vergesse den Text. Ja, ja, mach mal, wir sind ganz still. Und dann war das eine sehr außergewöhnliche Veranstaltung. Und gab es so über die Jahre irgendwelche größeren Rückschläge oder dass du tatsächlich auch an dem Beruf mal gezweifelt hättest? Ja klar, das kam auch vor. Vor allen Dingen, als ich gemerkt habe, dass diese Mischung aus Arthouse-Kino und Volkstheater, was ich da mache, dass das einfach nicht so sofort so erkannt wird als etwas, wo man sich wirklich einen schönen Abend machen kann, ne? Sondern die Leute waren halt vorsichtig, was der Mensch nicht kennt, das ist er nicht. Und ich habe mich im Laufe der Zeit, habe ich mir dann ein Publikum erspielt. Aber das war schon hart, weil ich bin eigentlich so mit so einem Programm gestartet. Ich träume ja so schnell ich kann, war das ein und das. Was dann kam, mein Prinz muss anders kommen, das ging unheimlich durch die Decke. Mhm. Und das war sehr comedy-lastig. Und ich habe dann gemerkt, okay, ich kann das und ich finde es auch toll, aber ich möchte auch mal was anders machen. Und da kam so ein Bruch, ne? Als es nicht mehr, als es mehr Musik war, als es mehr schräg wurde und skurril, da kam so ein bisschen so ein Bruch und das, davon habe ich lange von gezehrt, diese Lücke wieder zu schließen. Und was hat dir da geholfen, dich da rauszuholen? Durchhalten. Mhm. Also durchhalten, mit Freundinnen sprechen, meditieren und einfach immer wieder zuversichtlich wissen, dass das, was man macht, ziemlich schön eigentlich ist. Ne? Also, ja. Hast du weibliche Vorbilder? Also ich bin jetzt letztens noch gefragt worden von der Kabarettakademie, wo ich nächsten Sommer als Dozentin arbeite. Da habe ich mein Konzept ausgearbeitet und da habe ich dann auch reingeschrieben, was habt ihr für Vorbilder, ne? Aber nicht, um die abzukupfern, sondern einfach nur, wie machen die das und was machen die und was interessiert mich daran. Meine Vorbilder, das hört sich jetzt wirklich auch genauso an und so ist es auch gemeint, waren Harpe Kerkeling, Georgette und Tom Waits. Also es ist schon eine wilde Mischung. Ist es ein Vorteil oder ein Nachteil, in der Comedy als Frau unterwegs zu sein? Tja, das ist schwer zu beantworten. Mittlerweile ist es, glaube ich, ein Vorteil, weil mittlerweile gibt es so einen Umschwung in Richtung die Frauen nach vorn. Und das finde ich natürlich großartig, weil ich in den 20 Jahren, in denen ich jetzt unterwegs bin, immer die Quotenfrau war. Ja. Und immer solche Telefonate hatte, wie, ja, sie haben uns so gut gefallen, wir haben sie in gesehen, wir wollen sie buchen. Und ich dann sagte, ja, nächstes Jahr im Januar. Und dann, ja, nee, das geht nicht, nächstes Jahr haben wir schon eine Frau. Oh Gott. Ne? Also damit habe ich zu tun gehabt und das ist jetzt nicht gelogen. Und das ist auch kein Kabarett, dass ich das sage. Und da findet aber jetzt gerade eine Veränderung statt. Es gibt unheimlich viele junge, aufstrebende Damen, die einfach von uns auch, das möchte ich auch dazu sagen, auch profitieren, weil wir haben euch die Straße sozusagen breit gemacht. Ohne die Kämpferinnen, und vor uns gab es auch wieder Frauen, die uns die Straße breit gemacht haben. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Im Moment ist es, glaube ich, ich habe gerade, mein Roman soll verfilmt werden und die Drehbücher sollen geschrieben werden. Und der Produzent sagte irgendwie, dass er das irgendwie toll finden würde, wenn das Frauen machen würden. Es gibt einfach so ein bisschen die Marsch, die Frauen nach vorn. Mhm. Und das
spürt man ganz leicht im Moment erst. Und es gibt aber dann auch natürlich so verknöcherte Strukturen, die auch von diversen Menschen bedient werden, die immer noch festhalten an dem, was mal war. Aber ich habe das Gefühl, das geht gerade ganz gut nach vorn los und da bröckelt einiges und das finde ich toll. Aber hast du noch das Gefühl, dass Frauen noch anders bewertet werden auf der Bühne? Ich habe mal an einer Geschichte teilgenommen. Da ging es, das liegt mir eigentlich gar nicht und ich hätte es auch nicht machen sollen. Da tritt man so gegeneinander an und das Publikum entscheidet dann. Ja. Und es war halt häufig so, nicht immer, aber es war so, dass ich manchmal wirklich sehr viel mehr Applaus bekommen habe als der männliche Gegenspieler und dennoch hat er gewonnen. Ja. Und ich konnte mir das nicht erklären. Ich habe mir immer überlegt, na gut, also ich will jetzt kein Spielverderber sein, aber verstehen kann ich es jetzt nicht so richtig, ne? Also die Seh- und Hörgewohnheiten, die sind in den Köpfen immer noch die männliche Stimme, auch das, was als Denker aus dem männlichen Hirn rauskommt. Und dann wird eher darauf zugegriffen als etwas, was mehr Relevanz hat. Mhm. Das nehme ich sehr stark wahr und deshalb ist es mir auch so wichtig und ein Anliegen, das heute nochmal zu erwähnen. Es gibt natürlich wunderbare Comedians und Kabarettistinnen, die ihre Texte selber schreiben. Aber es gibt auch viele, die sich das schreiben lassen. Und zwar von Jungs, von Männern. Weil sie dann wissen, die treffen den Ton und ich komme dann vielleicht in irgendwelche Sendungen damit rein. Das ist aber nicht unser Anliegen. Also deswegen bin ich nicht gestartet. Sondern ich will eigentlich wissen, was die Frauen denken. Und ich möchte das gerne hören. Und ich möchte das gerne sehen und ob man irgendwie einen Text gut verkaufen kann, der einem der XYZ, der erfolgreiche Autor, geschrieben hat, das interessiert mich einen Scheiß. Die Jungs, die schreiben wunderbare Texte, aber die lassen sich auch nicht die Texte von den Mädels schreiben, also. Ja, wie gehst du denn mit Pressekritiken um? Also gab es mal so eine Kritik, die dir auch lang nachhing oder die dich wirklich verletzt hat? Ja. Das ist jetzt aber schon lange her, weil mittlerweile kommen die Presseleute ja nicht mehr in die Programme. Man kann ja ganz entspannt sein, weil wenn, dann kommt da vielleicht irgendein Praktikant oder eine Praktikantin und wenn die dann schreibt, dann lese ich das und denke, tja, du musst aber auch noch ein bisschen auf die Weide, ne? So, und wenn dann mal eine tolle Kritik, also die gut geschrieben ist, erscheint, sind wir natürlich sehr froh, aber es gab natürlich auch Verrisse, klar. Und denkst du darüber nach, was du auf der Bühne anziehst? Ja, leider. Leider denke ich darüber nach und das verleidet mir den Beruf auch ein bisschen, weil das ist so anstrengend. Sieht man den Bauch, sieht man den nicht? Wenn ich mich hinsetze, muss ich den einziehen oder wie mache ich das? Ich habe jetzt eine Lösung gefunden. Ich habe ein hautenges Kleid an, was eigentlich nicht geht. Und das sieht man auch, also, weil ich habe zugenommen, so die letzte Zeit und es passt mir eigentlich nicht mehr. Und das denke ich aber, ich kaufe mir jetzt kein neues. Bin ich denn bescheuert? Ich lasse das jetzt einfach an und hoffe, dass irgendwas in mir abnimmt. Und da komme ich auf die Bühne und dann sage ich, Leute, ihr könnt euch gucken, dieses Kleid ist kein Kleid, das ist eine Erscheinung. Und dann ist das vom Tisch so. Warst du im beruflichen Kontext schon mal Sexismus ausgesetzt oder wurdest du sogar sexuell belästigt? Also sexuelle Belästigung habe ich in dem Beruf nicht erfahren, in meinem Vorberuf schon, als ich bei der Stadt gearbeitet habe. Ich habe eine interessante Erfahrung gemacht. Als ich angefangen habe mit Kabarett und Comedy, war ich sehr jung und knackig und auch wirklich eine Süße. Und die Techniker, den Techniker hat man auch angemerkt, dass die das auch fanden. Und die haben ganz anders gearbeitet als bei Männern. Die wollten mir es gut machen. Die wollten mir einen Gefallen tun. Und ist es so recht? Und ja, das machen wir uns. Und waren ganz. Je älter ich wurde, desto weniger fand das dann statt. Ne? Sondern das wurde dann so in dem Moment, wo ich sagte, ne, pass mal auf, so machen wir es nicht. Wir machen es so. Das kam ganz anders an. Wenn eine gestandene Frau das sagt, dann musst du sehr gut aufpassen, ob deine Stimme tief genug liegt. Mhm. Weil wenn die nach oben geht, hast du keine, also, ja. Ne, da hören sie dir nicht mehr zu. Also,
freundlich, aber klar und bestimmt zu sein, ist für den Mann als solches zum Teil immer noch nicht so einfach von einer Frau anzunehmen. Selbst wenn man wirklich ganz freundlich und klar ist, ist es immer noch so, sie lassen sich lieber von dem Mann sagen, wo jetzt die Lampe hingehängt werden soll. Es ist, man muss sich so halt auch umdenken, ne? Das ist gerade ein Prozess. Ja. Was würdest du denn einer jungen Frau, die jetzt mit Comedy oder Kabarett anfangen möchte, was würdest du dir raten? Also erstmal würde ich ihr raten, versuche deine Texte selber zu schreiben, versuche rauszufinden, worum geht's dir? Was willst du denn überhaupt erzählen oder willst du einfach nur auf die Bühne? Weil das reicht ja nicht auf Dauer, das reicht vielleicht für eine Nummer oder für zwei Nummern, aber nicht für ein ganzes Programm. Und dann würde ich, also ich habe immer eine Regie gehabt. Ich habe immer jemand gehabt, der mir sozusagen gesagt hat, nee, das versteht man nicht, was du da, was willst du denn überhaupt erzählen? Und dass man so einen Abgleich hatte. Das würde ich empfehlen. Und dann eine engagierte Agentur ist nicht verkehrt. Und Durchhaltevermögen zu erwerben, wenn man das noch nicht hat. Und Humor behalten. Und hast du selbst auch aus der Szene Unterstützung erfahren und würdest du eher sagen, mehr von Männern oder mehr von Frauen? Also ich habe sehr, sehr starke Unterstützung erfahren von Frauen, von mehreren Kollegen, die mir wahnsinnig aufs Pferd geholfen haben. Also, und das ist auch etwas, was ich sehr, sehr gerne zurückgebe. Also wenn jetzt eine jüngere Kollegin zu mir kommt und sagt, hör mal, da bin ich sofort dabei und sage, okay, ich will das zurückgeben. Ne? Ich weiß, wie wichtig das ist, dass da eine Kollegin ist, die sagt, komm, ruf doch den mal an und versuch doch mal so. Ne? Das war die liebe Albus, das war die Rosa Kavirz, um mal nur zwei Namen zu nennen. Also es waren wirklich viele Frauen. Gibt es was in der Branche, das sich generell ändern könnte, um jetzt Nachwuchskünstlern oder Künstlerinnen im Speziellen den Weg zu erleichtern? Tja, das ist ein weites Feld, weil es ist ja immer Angebot und Nachfrage. So ist es eben. Aber den Bühnen zu sagen, gib den jungen Frauen eine Chance und lass sie auch abseitige Sachen machen. Lass sie nicht nur Sachen machen, die eh laufen, sondern gib denen eine Chance und führt in euren Bühnen euer Publikum dahin, dass man eben, wenn man in die Live-Kabarettbühne geht, eben nicht die Dinge bekommt, die man aus dem Fernsehen bekommt, sondern etwas Spezifischeres, etwas, was nicht so unbedingt dem Mainstream entspricht. Weil sonst kann man doch vor der Glotze bleiben. Ein Live-Ereignis ist immer, wie ich schon sage, ein Ereignis. Und da fände ich toll, wenn die Bühnen und die Künstler da enger zusammenarbeiten und sagen, wir bringen das Publikum, also wir verführen das Publikum zur Qualität. Mhm. Das wäre sowas, was ich mir wünschen würde. Mhm. Und was sind jetzt so deine nächsten Ziele oder hast du gerade aktuell neue Projekte oder so, was du erzählen magst? Ja, im Moment arbeite ich an einem Roman, da habe ich ein Stipendium für bekommen. Dann geht es darum, dass mein erster Roman von 2017 verfilmt werden soll. Und da bin ich gerade dabei, mich in die Drehbuchmaterie einzuarbeiten, weil das soll so eine Miniserie werden. Mhm. Und ich habe keine Ahnung und möchte aber welche haben. Und bin gerade dabei, mich damit sehr stark zu beschäftigen. Und das macht mir sehr viel Freude. Ja, und hin und wieder spielen wir auch unser zauberhaftes Programm Schwarze Schafe, heute ganz in Weiß. Dann mache ich Lesungen in Schulen. Dieses Buch, was ich 2017 herausbringen durfte. Und die Perspektiven sind eigentlich so Schreiben, Coachen. Also ich gebe gerne Coachings für junge Aufstrebende. Am liebsten Frauen, aber ich mache auch Männer. Ja, gerne auch. Ich habe auch einen. Ja, ja. Ja, super. Vielen Dank für das schöne Gespräch, für deine Zeit. Ich danke auch ganz herzlich und freue mich auf alles Weitere. Tschüss.